aufstehen und holen uns die Aufnahme der Kamera. Banu. Yes. They have a new governor. He is not so cooperative. He wonders what it is that you, Sasha, bring to the table. Tell him that without my information and help, the Moscow Mafia would be running your fucking country. Maybe. But the Moscow Mafia are almost finished now. Which means you are becoming less and less useful to us. That sounds like a threat. It is a warning. To my bosses, you are just a... Ja. Die können auch weiterreden, wenn die Kugelkamera kommt, ja. Ist aber trotzdem interessant, was da so gesprochen wird. Well, fuck you, Mikhail. Ich brauche trotzdem Munition. Das wäre halt so die Sache. So, wo muss ich jetzt lang? Rechts hoch. Da hoch. Ah, ich sehe schon, ich sehe auch schon, wie ich reinkomme. Und zwar über den kleinen Steg da auf dem Wasser. Klar, der wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen geblockt werden von dem einen oder anderen Wachposten. Nichtsdestotrotz sollte es eigentlich passen. Okay, wir können schwimmen. Na gut, das dauert jetzt einen Moment. Aber das ist halt so gerade die beste Variante, was wir haben können. Hoffe ich zumindest. Machen kurz einen Zwischenstopp hier auf der Insel, gucken mal. Was ich jetzt aber auch schon mal sagen kann, relativ eintönig. Gut. Na gut, Sniper Ghost Warrior 3 war. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Kann man halt sehen, wie man möchte. Meine. Das kann ich jetzt nicht wirklich nutzen aktuell. Meine. Na gut. Mein Sturmgewehr ist ja keine M4. Sturmgewehr kann ich halt aktuell nicht nutzen, was ein bisschen bitter ist. Aber das werden wir schon trotzdem irgendwie vielleicht mal nutzen können. Da ist ein Boot. Ich kann wahrscheinlich auch Boot fahren. Dorjev has left his camp. ETA 90 seconds from you. Wie sieht mich denn? Ach, ich sehe schon. Wer mich da sieht. Genau der Typ. Och, Mann, Alter. Ey, das ist halt jetzt so kacke schon wieder. Ja gut, das ist rein theoretisch. Rein theoretisch. Wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und ich bin praktisch RIP. Keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Vielleicht hätte ich auch beide zusammen töten können. Ach komm. Ich müsste auch eigentlich mal gucken, wie ich... ...mein Medikit nehme. Ich werde den Typen eh nicht mehr töten können, wahrscheinlich. Ach komm schon. Das war hundertprozentig der Typ. Das ist natürlich ist halt so unlucky, dass der. Ja, dass die Mörser mich halt gesehen haben und dann, ja gut. Du hast. Ich hab mir einen schlechten Punkt ausgesucht. Sehr, sehr schlechten.
Punkt. Um wirklich da mal ein obvious, ja, so einen observierenden Blick mal rüber zu werfen. Den Sniper, den haben wir ja vorhin schon geholt. So, und das ist das Ding, was die Mörser ruft. Alles klar, ich hab verstanden. Dorjev has left his camp. ETA 90 seconds from you. Nee, die drei. Zack. Aber wo ist der? Da oben. Oh, ist das eine Sau, Alter. Der steht aber auch echt gut. Der steht aber auch wirklich verdammt gut. Was musste ich jetzt noch machen? Die beiden killen. Ja gut, du musst doch so da rein, also von daher. Dorjev. Könnte ich rein theoretisch halt wirklich beide mit Mal killen, aber ich muss halt, wie gesagt, trotzdem da in dem Ding jetzt da rein. Ich weiß auch, ich weiß halt nicht, ob das so intelligent ist, jetzt beide. Ja gut, man hat halt wirklich die Möglichkeit, beide zu killen. Warum sollte man das also nicht mitnehmen? Macht halt schon Sinn. Das macht halt... Hallo. Als ob. Es macht halt schon Sinn, da ein paar Sachen zu holen. Was ist ein Geschütz? Ja, Bombe. Das war eigentlich meine ganze Befürchtung schon. In Sachen. Ja, du kannst halt keine Kamera so großartig observieren, wenn du halt am Start bist. Ich krieg nicht beide. Ich krieg nicht beide. Oh. Wenn du halt nicht nach hinten aufpassen kannst. Kann ich einmal drum rum watscheln. Dorjev has arrived. I like it when my targets don't keep me waiting. Ja, nein, kann ich nicht wirklich. Also nicht da, wo ich hin will zumindest. I've got the recordings. You got the recordings. Check your massive coordinates. So, kurz mal die Dingens auffüllen. So, jetzt muss ich halt... Nur noch. Ich weiß nicht, warum ich immer STG jetzt gerade drücke. So, jetzt muss ich halt nur noch beide killen. Und dann zu dem anderen Anwesen einmal rüber. So, da sind sie beide. Sind die denn? Das ist der. Oh fuck. Das kann böse enden. Komm schon. What I believe does not matter. What others believe does. They are the ones that will put
Das muss doch gehen, also man muss die doch... Ich bin ja nicht auf jeden Fall nicht so schnell mit dem Zielen, ne? Dorjiev's dead. I am sure he will be warmly welcomed in the underworld. He's the target is dead. He will not be mourned. Hm. So, damit sind die beiden auch down. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einmal da exfiltrieren und da hoch und den ganzen Kram holen. Wait for an update from the exfiltration location. Ja gut, das sollte jetzt eigentlich. Hi. Eigentlich kein großes Problem sein, da jetzt einmal zu exfiltrieren. Würde ich jetzt mal sagen, weil wir sind ja... Da kommen wir durch. Hoffe ich zumindest. Und dann sind wir ja so schon fast da. Ja, von daher... Beziehungsweise ansonsten... Ah, schade. Man kann das Spiel auch 100% austricksen. Sag ich doch. Und dann sind wir auch am Exfiltrationspunkt. Dann haben wir die anderen. Was habe ich gesagt? 13:27, ne? Ja, halbe Stunde circa. Fuck! Oh. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass man da... dass da Minen sind. Dass das ein Minenfeld ist. Ich dachte, ja gut, du kannst da jetzt einfach durchrennen. Fertig, aus. Gespeichert wurde es aber, ne? Ja, sehr schön. Das heißt, ich brauche nur noch zum Exfiltrationspunkt laufen. Und ja, es ist ein Minenfeld. Ich habe natürlich nicht drauf geachtet, dass das vielleicht auch nochmal in Erwägung gezogen werden kann. Na ja, gut. Somit einfach die... Ja! Unlucky. Ist aber nun mal so. So, dann einmal Schnellreise dahin. Dann holen wir uns das andere. Kurz mal gucken. Nee. Ja. Was ist das nochmal? Kopfgeld. Achso, okay. Naja gut, machen wir ja nicht. Ja, wahrscheinlich Haupttor irgendwie so. Ich werde mal rechts rumgehen, mal schauen, ob man da was sehen kann. Enemy contact. Als ob. Na ja, gut. Dann werde ich doch woanders lang gehen müssen. Weil ich habe da oben ein Geschütz gesehen und das kriege ich halt nur nicht kaputt. Aber ich kann es halt nicht deaktivieren oder wie auch immer. Sucht euch was aus. Das heißt, ich muss einmal drum rumlaufen.